Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute möchte ich mal ein bisschen Moped machen. Dafür habe ich dieses Schickblock. Schickblock. Okay. Alles klar. Dann machen wir mal weiter nach dem Intro. So, ich habe hier von der Firma Banlos mit der Nummer 672002 das Rapid V4R Motorbike aus der Serie Classic. Ja. Wir haben dabei 827 Teile ab 6 Jahre plus. Ja, wie man anhand des Kartons sehen kann, in Deutschland gekauft. Da wollen wir mal schauen. So sieht das gute Stück von vorne aus und ihr seht wunderschön mein Scheinwerferring. Ja, ich mach den mal. Gucken, ob es. Gut, also da steht Rapid V4R. Von hinten, das gute Stück dann so aus. Da sehen wir halt einige Funktionen, dass da halt scheinbar Stoßdämpfer dabei sind, dass ein Ständer dabei ist, dass ein Getriebe dabei ist. Mal schauen, wie es aussieht. Ich finde es spannend. Das Ganze ist von Panlos und heißt halt Schick Blocks Motorbike. So steht es zumindest da dran, ne? Ja, importiert steht hier für Bluebricks. Jo, da habe ich das Ding auch her. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich das mal auf und wir schauen da einfach mal rein, ne? Okay, dann sieht man. So, wie wir sehen, ist das ein Karton mit einer Aufteilung. Ist rechts. Hier sehe ich eins, aber auch mit zwei, drei. Hier sehe ich auch noch eins. So. Schauen wir mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tüten Reifen plus eine Anleitung. Auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein Reifen. So. Das war's. Jetzt ist natürlich die Frage, fängt das da bei 1, 2, 3, 5 an und da bei 1, 2, 3, 4, 5? Schauen wir uns mal die Anleitung an. Die ist klammergebunden.
So von vorne, so von hinten, also wie auf dem Karton. Oh, hat eine Teileliste drin, was ist sehr. Und hat insgesamt 71 Seiten. Dabei stehen uns 246 Bauschritte zur Verfügung. Oh, und Aufklärungen. Ne? Und ich sehe hier eine Bauschrittsortierung. Da ist eine 1. Nehmen wir gleich noch ein. Ja, die Bauschritte. Okay. Also, praktische. Oder kommen wir jetzt an? Weiß ich jetzt. Halt, worauf wir hinaus wollen. Die Bauschritte sind so aufgeteilt, dass der vorherige Bauschritt ausgegraut worden ist. Ausgeblasst. Man sieht da hinten drunter noch Farben. Wir haben oben im Blau, zeige ich gleich, Stücklisten, was wir brauchen. Und wir haben in Gelb Anlegeleisten und wir haben in Gelb. Ja, ich sag mal, wie so eine Art Explosionszeichnung, wo es nochmal kleiner kommt. So sieht das aus. Also eigentlich ganz schick. Der heißt ja auch schick. So, was haben wir denn hier? Hier habe ich eine pannenlos Bricks-Karte. Mit einem QR-Code. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Und dann haben wir einen Aufkleber. Bogen. Okay. Zack, jetzt ist es dann kleben. Man sieht hier Pandos auf. Ja. Das haben wir auch als Aufkleber und wir haben auch Dukitü oder so ähnlich als wahrscheinlich Alternative. Ne? Dukti. Ja, gut. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich versuche mir das jetzt noch ein bisschen hin und her zu sortieren und melde mich dann Aufbau starte und dann mit die ersten Steine angeguckt habe. Dann sage ich dann einfach mal bis gleich. Ja. Also ich habe auf beiden Seiten Tüten 1, 2 und 3. Auf dieser Seite habe ich 2 Tüten mit 1 und auf der Seite habe ich 3 Tüten mit 1. Irgendwie glaube ich aber, dass sie zusammengehören. Wir haben ja Aufkleber, haben wir ja gesehen. Und wir haben auch Prinz. Ja. Bin mal gespannt. Ich werde mal versuchen, anfangen zu bauen. Da sind Kolben drin und da sind die Zylinder. Gut. Ich melde mich, wenn ich weitere Kits geschlossen habe. Und ich meinen Schluck auf wegkriege. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ja. Jetzt habe ich meine 5 Tüten ausgepackt. Mit dabei war ein
wertvoller Teile trennen. Oh. Was? Auch noch ein bisschen. Mit dabei war ein Stoßdämpfer, der aber auch nicht richtig gelb ist, sondern eher so ein bisschen orange. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, sind Axtpins. Sind in dunkelblau. Ja. Hier, das ist vielleicht von der Farbe her, das sind alle blauen. Die sind dunkelblau. So. Und ansonsten Zylinder. Ja, ich würde sagen, ich baue mal die ersten Schritte, dann kann ich dann mehr zu sagen, wie sich das so bauen lässt. Oh, weiter. Ich habe jetzt schon zeitlich ein wenig vergessen zu tun. Ich bin auf Seite 12. Bauschritt 47. Und soweit bin ich gekommen. Dort sieht man durchs Print. Und dort sieht man Ansätze eines Schaltgetriebes und ein. Das ist halt die Grundkarosse von dem. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber schon sehr interessant. Achso, jetzt geht's weiter mit den 14. So, jetzt habe ich mal kurz einen Vierzylinder zusammengebaut. Ah. Und den werde ich jetzt Motorblock her. Ja. Na ja, gut, ich guck mal. So, Bauabschnitt 1 habe ich fertig. Bin auf Seite 19 und hat Bauschritt 76 fertig gemacht. Hab dann quasi schon den Motor eingebaut. Noch, glaube ich. Hab also den Motor eingebaut. Hab da unten ein Getriebe eingebaut. Hab auf der anderen Seite den Stoßdämpfer eingesetzt. Das hier, würde ich sagen, ist Ständer. Und das ist Schaltung mit Print. Ja, und von dem Motor, man sieht oben zwei Kolben. Aber die anderen beiden Kolben sind hier vorne. Aber das ist schon, also wenn das jetzt der Motorbereich ist, dann weiß man, dass das Moped ein bisschen größer wird. So. Und. Was ich bis jetzt glaube, aber vielleicht wieder besser. Hier zwei Gummitechnik. Ja? Zwar der hier überträgt den Antrieb an den Motor. Das halte ich nicht für mich. Das da ist die Schaltung. Das geht noch. Übertragung auf den Motor. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Dass die Kolben sich dann bewegen. Wir werden es sehen. Jetzt kommen die Bautüten Nummer 2 und die bringen uns dann
Oh, Kette. Oh, da kommt noch Reifen drauf. Dann. Auswurf von der Waschen. Oh, die bringt uns ganz schön weit. Aha, die bringt uns bis der Ausschritt. 160, das heißt, der nächste Bauschritt 24, 84, anders. 23, 83 Bauschritte. Okay, nein, in Ordnung, der wird 76, 83. Ist jetzt übergeblieben, war eine Hülse und zwei Zweierpen. Normal. So, für den Bauschritt 2 habe ich jetzt die 7 Tüten ausgepackt. Plus den Reifen. Plus die bedruckte hier brauche ich wohl auch. Also es sind Prints dabei, trotz Aufkleber. Weil hier ist zum Beispiel auch schon wieder auch ein Print. Aber hier. Also. Das nenne ich auch mal Motorradreifen. Ja? Das ist die Felge. Also klein. Gut, dann mache ich mal die ersten Schritte und dann kommen wir. So, ich bin jetzt im Bauabschnitt 2 bei Punkt 108. Und soweit bin ich dann schon gekommen. Und hier ist der Kettentrieb drin. Ganze von der anderen Seite aus. Federung halt, ne? Ach, nimmt langsam Fortschritte an. Und wir hätten ein richtig nickes Bike, glaube ich. Ja, dann. Die Radaufnahme. Spannend. Okay, weiter geht's. So. Bauschritt, Abschnitt Nummer 2 ist fertig. So weit bin ich gekommen. Sitzbank ist drauf. Nummernschildhalter ist drauf. Ja. Abschnitt Nummer 3. Braucht er jetzt schon mit. Richtig das Ding. Und der Scheinwerfer hat auch übrigens auch einen Print. Vollreifen und Garantiekarte von Pandos. Nein. Aufkleber tue ich mal dann vorne. Interessant ist, ich sehe hier kein Amp. Doch, da ist noch. Auch noch. Naja, naja, naja. Aber bis jetzt macht es schon Spaß. Ich packe die letzten 6 Tüten jetzt aus. Und dann kommt das. So. Bin jetzt gerade bei Bauschritt 168, habe jetzt gerade einen Tank da drauf gebaut. Sitzbank ist ja schon drauf. Und für Fortschritte, ich habe jetzt gesehen, dass 6 Bauschritten kommt Scheinwerfer dran. Okay, der Scheinwerfer glaube ich klar sein, ist gewöhnt, aber die waren separat eingepackt. Die haben eine Mikrokratzer, aber Prinz. Und die Reifen sind davon klasse, ne? Also hier ist jetzt der Vorderreifen. Ein Traum. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich merke mich dazu. Ja, was soll ich sagen? Fertig ist es.
Ohne Aufkleber. Oh. Paar Teile habe ich über. Schraube. Mal. So ein schönes Bauen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Er hat viele versteckte Features und schöne Reifen. Aber das Ganze erkläre ich euch dann im Review. Dann gehe ich auf die Details ein. Wirklich ein sehr schönes Stück. Hat mich gefreut, es zu bauen. Bis dahin sage ich lieben Gruß aus dem Robot. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Glück auf.